Was muss die Zeit dir geben, damit du nicht so verschwenderisch mit ihr umgehst? Stell dir wirklich mal die Frage, was muss aktuell wirklich bei dir in Kraft treten, damit du mal wirklich jeden einzelnen Augenblick, jeden einzelnen Moment, jede einzelne Sekunde, Stunde und den Tag überhaupt zu schätzen weißt? Es kann nicht angehen, dass du dir einfach nur denkst, jeder Tag, der dir zur Verfügung steht, dass du den nicht ausnutzt. Du tust gerade so, als ob das normal wäre, jeden Augenblick so auszuschöpfen, wie du es die ganze vergangene Zeit überhaupt auch schon gemacht hast. Es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit du für etwas dir nimmst. Es kommt da letztendlich darauf an, was du machst. Und das sollte dir so bewusst werden. Einfach, weil du gar nicht weißt, was es bedeutet, was man aus einer Stunde alles machen kann. Viele Personen, die sagen zum Beispiel zu mir, ich habe keine Zeit. Ich kann mir dann nicht eine einzelne Sekunde für nehmen. Und dann stelle ich dir die Frage, wie viel Zeit hast du? Gar keine Zeit. Okay, ich dachte, der Tag hat 24 Stunden. Weil ich habe 24 Stunden und du hast keine Zeit? Dann bau dir doch jetzt mal dafür, weil du keine Zeit hast, bau dir doch mal einen weiteren Zeitansatz, damit du auch mal wieder sagen kannst, hier, ich habe Zeit. Das sind alles nur schlechte Ausreden, schlecht gewappnet zu sein, um jemanden nicht damit zu belästigen. Es ist einfach nur traurig zu sehen, wie viele Menschen überhaupt nicht wissen, was Zeit bedeutet. Und das solltest du heute mal machen. Überleg dir mal, was du heute aus deiner Zeit gemacht hast. In diesem Sinne, bis dann.